Stück. Kein Empfang. Die Berge. Wir gehen heute wandern und zwar in der Sandankyo-Schlucht. Und wir müssen uns jetzt die beste Route raussuchen. Empfohlen war eigentlich irgendwie zu so einem Pool hin und zurück zu laufen. Bloß wir haben uns jetzt für eine Busroute entschieden. Wir werden jetzt mit dem Bus ein Stück fahren und dann ein längeres Stück laufen. Um dann hoffentlich hier wieder anzukommen, um 15 Uhr unseren Bus zurück zu erwischen. Aber werden wir sehen. Und falls wir den Bus nicht erwischen, erfrieren wir, weil hier ist es wirklich sehr kalt. Ich habe meine zweite Jacke gerade angezogen. Aber es ist schön. Wir kommen hier schon wieder heil raus. Außer hier gibt es wieder Bären. So, hier war der Ausgangspunkt und der Bus hat uns jetzt irgendwie eine halbe Stunde hier komplett rumgefahren und jetzt sind wir hier und wir werden jetzt die Strecke zurücklaufen und es sollen ungefähr 2 Stunden sein. Der Weg ist bisher noch recht moderat, allerdings an einigen Stellen recht schmal. Und schmal an sich ist ja kein Problem, aber es geht natürlich auch gleich überall gut hinab, ne? Will nur noch die Krokodile unten im Fluss. Sieht man diese Bewegungen auf dem Video? Oh Gott! It's a little amusement ride, ladies and gentlemen. A little amusement ride. Es ist wirklich sehr kalt. Aber schön, richtig schön. So, wir sind jetzt an der Zwischenstation angekommen und hier ist ein Aquarium voller Yamame, das ist eine Lachsart. Yamame, empfehlenswert. So, wir sitzen jetzt auf unserer Fähre und schauen uns die Überfahrt an. Niemand bringt uns über den Fluss. Es ist arschkalt. Aber ich weiß, wo es kälter war. Es war an einem kleinen, schönen Ort. Im Norden der Welt. In Norwegen. In Norwegen. Das hilft uns jetzt aber auch nicht. Aber wenn ich dran denke, wie kalt es da war, ist es hier gleich viel wärmer. Es geht los. Es geht los. Verlassen wir diese Gestade. Gehen fort aus Mittelerde. Sieht ein bisschen aus wie Bruchteil da oben. Ich mag es hier nicht auf dem Boot, kann ich wieder weg. Was? Hier wieder runter. Dann kannst du ins Wasser. Thank you.
Nee, nicht zum Wasserfilmen. Müssen jetzt ein bisschen zackiger gehen, um den Bus noch zu erwischen. Aber wenigstens ist im Laufen nicht mehr so kalt. Ja. So, so wie es aussieht, sind wir am Anfang zurück. Hi. Wie war es an Dankyo im November? Schön. Zwischendurch ein bisschen kühl, aber cool. Schöne Wege. Es gab nur einen Weg. Naja, es gab eine Fähre. Man hätte da wieder zurücklaufen können und noch mit der Fähre fahren können. Aber das Gute ist, wenn man ein bisschen November kommt, das heißt ja auswärts, ist es ein bisschen kühler, das heißt weniger Leute. Und ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen idyllischer. Weil wenn der Weg komplett überlaufen ist, ich glaube, das ist dann auch nicht so schön. Und es gibt so spezielle Punkte, da hat man die beste Aussicht. Und ich glaube, da muss man sonst nur warten und kann dann einfach nur hingehen, genießen und weitergehen. Es wäre ein bisschen eng mit den dünnen Wege, gell? Also der war ja teilweise nur ein Meter breiter Weg und dann war nichts, außer Abgrund. Also November ist schon nicht so schlecht. Ja, das war ein harter Kampf. Aber wir haben den Berg bezwungen. Also empfehlenswert ist auf jeden Fall der schnelle Bus, der nur zweimal am Tag fährt. Einmal hin von Hiroshima aus und einmal jetzt gleich um 3 Uhr zurück. Ansonsten dauert die Fahrt ein bisschen zu lange und man sollte sich schon Zeit nehmen. Auf der offiziellen Website von Hiroshima wird empfohlen, bloß bis zu diesem Restaurant zu gehen, wo wir waren, also bis zu dieser Fähre und dann den Rundweg zurückzumachen. Wir empfehlen stattdessen, den kleinen Zubringerbus zu nehmen, sich komplett mal außenrum kutschieren lassen. Ich glaube, ich habe es vorhin gezeigt. Und dann im Prinzip den längeren Weg zu laufen. Also da sieht man um einiges mehr. Und was total geil ist, was wir jetzt halt noch festgestellt haben, es geht die ganze Zeit bergab, bis auf ein paar Meter mal. Und ziemlich angenehm. Ja, Sayan Dankyo-Schlucht, ziemlich cooler Tagesausflug. Empf!